Heute zeige ich euch, wie ihr einen top reparierten, blitzschnellen Langlaufski hinbekommt. Und natürlich gibt es auf YouTube bereits tonnenweise Videos über das Skiwachsen. Ich konnte ja doch kein einziges Video finden, das meines Erachtens wirklich den ganzen Prozess beschreibt. Und vor allem wird oft nicht auf kleine Details, Tricks eingegangen, die eigentlich sehr wichtig sind für den Erfolg. Und wenn man die nicht kennt und nicht befolgt, kann man halt auch viel kaputt machen. Im Wesentlichen, was ich euch zeigen werde, sind jetzt vier Schritte zusammengefasst als Übersicht. Der erste Schritt ist die Reinigung des Skis mit dem sogenannten Hot Scraping Verfahren, also ein Heißwachs, und den gleich abziehen. Und hier geht es darum, den Ski zu öffnen, den Dreck rauszubekommen, den alten Wachs. Nur ein gereinigter Ski ist auch ein Ski, der den Wachs dann für die späteren Schritte aufnehmen kann. Dann der zweite Schritt, die Grundierung oder der Haftvermittler. Hier geht es darum, auch sicherzustellen, dass der Wachs dann den nächsten Schritt aufgetragen, dass der wirklich lange hält auf dem Ski. Und wichtig, wenn ihr dann, also demnächst ist der Engadiner Skimarathon, dass der wirklich danach hält bis am Schluss. Dann der Auftrag in einem dritten Schritt des eigentlichen Rennwachses, sehr abhängig von den Tagesverhältnissen, Temperatur, Schneeart etc. Und dann dito in einem nächsten Schritt die Anwendung des Pulvers. Gut, legen wir los. Zunächst ist mal wichtig, dass der Ski auf einer stabilen Wachsstation montiert ist. In dem Fall, das ist eine Eigenkonstruktion, bietet den Vorteil, dass der ganze Dreck nicht in den Boden fällt, sondern hier in der Wanne aufgefangen wird. Erster Schritt, Reinigung des Skis. Beginnen wir zuerst mal mit der Plexiklinge. Zwei, dreimal drüber. Falls da was noch grobes da ist, das wegkriegen. Dann aufbürsten mit der Bronzebürste. Bronzebürste ist, würde ich sagen, so das Arbeitstier unter den Bürsten. Und da könnt ihr dann ruhig ein bisschen Druck ausüben. Sieht man auch, da kommen Wachsreste raus. Nach jeder Verwendung der Bürste immer ganz wichtig, die Bürste reinigen. Ihr wollt ja nicht, dass der alte Wachs, der sich hier angesammelt, dass er später dann wieder auf den Ski, neu präparierten Ski kommt. Ihr könnt das mit den Fingern machen, ihr könnt das so machen. Oder was ich verwende, wenn ihr so einen Industriesauger habt. Das ist das eigentlich fast die beste Lösung. Plus noch den Base-Tag rüber. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hot-Scraping-Verfahren. Da nehme ich diesen gelben, sehr weichen Wachs. Den tue ich mit dem Bügeleisen auf den Belag. So. Einbügeln. Beachtet auch die Temperatur des Bügeleisens für weiche Wachse. Eher tiefe Temperatur. Hier geht es mal darum, dass der Ski da richtig schwimmt im Wachs. Auch, was ich immer mache, die Rille. Speziell, da kommt man sonst nicht recht dazu. So. Und dann den noch heißen Wachs direkt mit der Klinge abziehen.
hier seht ihr jetzt eigentlich schön, wie hier jetzt so ein Stück, der ganze der Dreck, alte Wachs, der da drin ist. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es weiß. Ich lasse den Ski abkühlen, mache den anderen Ski und dann wiederhole ich diesen Schritt, also mit dem Hot Scraping, bis der Wachs dann wirklich weiß ist. Und dann weiß ich auch, dass der Belag wirklich sauber ist. Der Ski ist abgekühlt, ich bürste jetzt das Ganze aus, natürlich mit der Bronzebürste. Das kommt raus. Man sieht jetzt auch schön, wie der Belag freigelegt ist. Er ist jetzt wirklich ready für die nächsten Schritte. Was man manchmal noch sieht, ist, wenn ihr den Belag genau anschaut, drüber, also so ganz feine Härchen, das ist vor allem bei neuen Schienen und die will man natürlich weghaben, aber die Bremsen, Reibung. Dann nehme ich so ein Fibertex-Tuch und gehe da mal drüber. Das hat die Eigenschaft, es ist leicht abrasiv und ich gehe eben auch in die andere Richtung, weil oft sind die Härchen, sie liegen flach, indem ich zurückgehe, richte ich sie auf und schleife sie ab. Als nächstes tragen wir den Haftvermittler auf. Wir nehmen dazu ein sehr hartes Wachs. Es hat die Eigenschaft, dass es sehr lange hält auf dem Ski. Normalerweise nehmen wir das für sehr kalte Verhältnisse. Für unsere Zwecke ist es wirklich auch gut als Haftvermittler, damit dann der weichere Wachs, spätere Wachs, den man normalerweise nicht so lange hält, und dann wirklich haftet auf dem Ski. Hier müsst ihr auch speziell wieder die Übertemperatur beachten. Es wird mitgeliefert mit dem Wachs, in dem Fall 150 Grad. Tragen das auf. Gut einbügeln, zuerst mal die Wachstropfen, einfach mal schauen, dass die verteilt sind. Schön verteilt und nun gehe ich langsam über den Belag, sodass wir hinten eine flüssige Spur sehen. Wichtig ist, vor allem bei diesen Temperaturen, nie länger stehen bleiben auf dem Belag, sonst verbrennt euch der Belag. Ich wiederhole diesen Vorgang zwei, maximal dreimal. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt eine Stelle nicht erwischt, es bleibt weiß hinten, dann gehe ich nicht zurück, sonst verbrenne ich den Belag, sondern ich gehe langsam weiter. Und wiederhole dann den Vorgang einfach. Auch die Mittelrillen nicht vergessen. Ein beachtlicher Teil der Fläche, vor allem bei diesem Ski, wir haben zwei Mittelrillen. Und hier jetzt speziell, weil es so ein harter Wachs ist und deswegen, wenn der mal abgekühlt ist, sehr schwierig abzukratzen, es kann splittern auch. Da gehe ich schon mal, das Grobe nehme ich bereits schon mal weg. Mittelrille sowieso. Und ich lasse den Ski abkühlen. Und inzwischen ist der Ski abgekühlt und ich ziehe den nochmal ab mit der Plexiglasklinge. Ich habe hier gleich auch einen Tipp, wie man die Klinge beim Abziehen richtig hält. Und zwar wäre es falsch, wenn man jetzt so gerade so zieht. Das kann dazu führen, dass das Wachs absplittert. Man möchte ihn möglichst gleichmäßig wegbringen. Deshalb ist eigentlich die Stellung hier, also 45 Grad in die eine und andere Richtung,
Ja, also genau so. Kommen wir zum nächsten Schritt, das Aufbringen des REM-Wachses. Hier wird es eigentlich das erste Mal kritisch, die Wahl des richtigen Wachses, die für warme Bedingungen eher den weichen Wachs, umso kälter, desto härter. Es spielen natürlich noch viele andere Faktoren mit und je nach Wachsmarke ist es auch unterschiedlich. Da möchte ich nicht groß ins Detail gehen, da gibt es auch Tabellen dazu. Was ich aber schon noch erwähnen will, oder angenommen, die Verhältnisse am Renntag werden sehr kalt sein und wir haben ja bereits schon einen solchen Wachs aufgetragen für kalte Verhältnisse, dann entfällt praktisch dieser Schritt. Also muss man schon noch am Schluss ausbürsten natürlich, aber es bringt euch nichts, dann noch eine zusätzliche Schicht raufzubringen, weil das schon der richtige Wachs ist. Wichtig ist halt einfach, dass man nicht so ein Top-Performance-Wachs nimmt, weil früher waren das hochfluorierte Wachse, man will ein gescheiter Gleiter, der wirklich wasserabweisend ist. Fluor ist inzwischen verboten, da gibt es auch guten Ersatz in der entsprechenden Kategorie. Ich habe mich jetzt für die voraussichtlichen Verhältnisse für den roten High-Performance-Wachs entschieden, trage diesen auf. Wie gehabt, wie im letzten Schritt bereits erklärt. Ich bügele diesen ein. Das Ganze sollte nicht rauchen, sonst ist es ein Zeichen, dass das Bügeleisen zu heiß eingestellt ist. Ich lege wieder die Mittelrille frei. Das macht mir nachher das Abziehen einfacher. Seiten. Und hier ist jetzt wichtig, den Ski beiseite zu stellen, das Ganze einwirken zu lassen, Minimum 4 Stunden. Wenn sich einrichten lässt, auch über Nacht, um dann am nächsten Tag das abzuziehen. Die Skis haben jetzt 4 Stunden geruht und ich habe bereits auch schon mit der Plexiklinge den Belag abgezogen. Es ist wichtig, dass man das sehr sauber macht. Können wir mit einer scharfen Klinge arbeiten, so lange bis keine Wachsreste mehr rauskommen. Bevor wir jetzt zur Pulveranwendung kommen, wenn wir jetzt aus der Nähe den Belag anschauen, dann seht ihr, der Belag ist jetzt sehr glatt und sprich, die Struktur ist nicht freigelegt. Also die kleinen Rillen, die man jetzt nicht sieht, die sind immer noch zu mit dem Wachs von vorher und das müssen wir einigermaßen freilegen. Das machen wir jetzt. Ich nehme da die Bronzebürste und ich lege die Struktur frei. Und da kommt richtig viel Wachs rein. Wir wollen, dass der Wachs im Belag ist und nicht auf dem Belag. Und wenn wir uns das jetzt aus der Nähe anschauen, sieht das nämlich schon ganz anders aus. Seht ihr die Struktur, wie sie jetzt freigelegt ist? Kommen wir jetzt zur Anwendung des Pulvers. Das ist normalerweise der letzte Schritt. Und hier, nachdem ja der Belag freigelegt ist, wieder sorge ich das Pulver, das hat eine extrem feine Struktur. Das war früher reines Fluorcarbon, extrem
Wasser abweisen. Das habe ich so das Finish am Schluss. Und das sind alle Strukturen nochmal, die ganz feinen Strukturen eindringen. Was wir jetzt hier haben, ist so ein Nachfolgefluorcarbon, wurde verboten. Es ist quasi der Ersatz dafür, der Nachfolger. Das Pulver muss man sehr heiß einbügeln, 150 Grad oder mehr. Da stellt sich das Problem mit dem Belag, das ist dann auch etwa der bald Schmelzpunkt des Belags. Deshalb wichtig, auch eine genügend dicke Schicht aufzutragen, damit das Bügeleisen nicht direkt in Kontakt kommt mit dem Belag. Und die Technik, die ich jetzt anwende, ich mache das in zwei Spuren, am besten von hinten, und ich nehme da eine Bürste und schlabe so drauf. Damit das gleichmäßig, oder in dem Fall sogar drei Spuren, dass möglichst überall das Pulver ist. So eine Dose reicht etwa für drei Paar Ski normalerweise. Gut, ihr seht, ich habe jetzt eine kurze vorne Atemmaske aufzusetzen, weil das Zeug ist ziemlich giftig, sobald man das anfängt einzubügeln bei 150 Grad. Ich erkläre kurz, was ich machen werde. Ich werde jeweils in 3 bis 4 Sekunden auf eine Hälfte des Skis durchfahren, um das in einem ersten Schritt einzubügeln. Und werde nun mit der Nylonbürste, ich nehme jetzt die kleine hier, das einmassieren das erste Mal, auch noch ein bisschen besser verteilen. Ihr seht, die viele Stellen, die sind noch weiß. Die ist das noch nicht so drin, wie es sein sollte, damit wir es dann nochmal einbügeln können. Diese Bewegung, dann keine seitliche Bewegung, dass nicht zur Seite fällt, das wäre eine Verbrennung. Und der Belag sieht jetzt folgendermaßen aus. Jetzt bügeln wir nochmal ein, darauf achten, relativ zügig durchgehen, das Bügeleisen ist sehr heiß. Ich habe jetzt 15 Minuten gewartet und raue das Ganze mit der Nylonbürste nochmal ab, mit der gleichen Bewegung wie vorher. Von vorne nach hinten. So richtig einmassieren. Wenn ich mit der Nylonbürste ein paar Mal so nach hinten. Ich dann mit der Klinge das überschüssige Pulver also am ersten Schritt wegnehme. Und den Pex auch
ein bisschen einpolieren. Wichtig ist schlussendlich auch, wenn wir das Endprodukt anschauen, dass die Struktur nicht zugekleistert sind. Also dass wir so, weil wir sehen das auch ein bisschen mit dem Auge dann, ich mache noch mal ein Foto, sind die Struktur ist freigelegt. Jetzt kommt die Rosshaarbürste zum Einsatz. Das ist der Unterschied zu den anderen Bürsten. Also die Bronzebürste haben wir gesprochen, die ist so fürs grobe auch Belag freilegen, am Anfang das Reinigen. Die Nylonbürste zum Polieren, aber auch, was wir jetzt vorher gemacht haben, zum Aufräumen, speziell fürs Pulver. Und die Rosshaarbürste die hat dann wirklich jetzt die feinsten Strukturen und die sorgt dafür, dass das Pulver echt in die Mikrostrukturen reinkommt. Das wenden wir jetzt an. Und was wir jetzt auch nochmal machen, zum Schluss, wir polieren das Ganze richtig gut. Wenn wir jetzt am Schluss ein Video aus der Nähe machen, da seht ihr jetzt schön, wie die Struktur wieder freigelegt ist. Das ist jetzt mit dem Top-Finish. Da habt ihr jetzt wirklich einen Top-Ski. Wichtig auch noch den ganzen Ski reinigen, auch noch total die Seitenwangen anschauen, dass da nicht noch Wachs von früher klebt. Und was jetzt auch noch optional ein Thema sein könnte, und zwar nur, wenn ihr sehr warme Verhältnisse habt, das heißt auch, ihr hättet den Schritt 3 mit einem sehr weichen Wachs gewachsen, also zum Beispiel mit so einem gelben High-Performance-Wachs. Und die Problematik ist, wenn man wirklich dann auf nassem Schnee fährt, da gibt es so einen Saugeffekt und das bremst wie verrückt, das will man vermeiden. Indem man zusätzlich eine Struktur aufbringt. Das sind so kleine Rillen, wo dann das Wasser abfließen kann. Empfehle ich nur bei warmen Bedingungen. Da braucht ihr so ein Strukturgerät dazu. Ich brauche das jetzt für am Sonntag. Habe ich für den Sonntag den Ski präpariert, brauche ich das nicht unbedingt. Ich zeige das jetzt einfach mal so mehr symbolisch, wie man das anwenden würde, wenn man den so einführen damit. Viel Druck schön nach hinten rollen und dann gibt es eine schöne Struktur auf dem Belag. So, das war's. Wenn ihr das so macht, dann habt ihr einen Top-Ski und die Vorbereitung selber macht irgendwie auch noch Spaß. Das ist für mich so ein bisschen wie ein Ritual, gehört dazu und es gibt auch immer wieder neue Dinge zu lernen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, was jetzt was bringt und was weniger. Es gäbe noch zusätzlich ein Spray für 150 Franken, den man noch als letzte Schicht drauf tun könnte. Aber das, auch was ich höre von anderen, das bringt dann wirklich praktisch nichts. Also vielleicht für die ersten 2 Kilometer, dass man ein bisschen schneller ist und da muss man dann irgendwo einen Punkt machen und schlussendlich geht es auch darum, Spaß, Sport zu haben.